aktuell und auf den Punkt gebracht. Die Sport 1 News. Hallo und herzlich willkommen. Wir haben die wichtigsten Sportmeldungen des Tages für Sie und wir beginnen hiermit. Nach der Niederlage hatte man in einigen Medien das Gefühl, dass die Niederlage so ein bisschen personalisiert wurde, an Mats Hummels aufgehangen wurde. Der hat nichts gesagt. Du hast die Möglichkeit, hier zu sagen, nein, er war nicht alleine schuld. Er war definitiv nicht alleine schuld und das fällt mir auch gar nicht schwer, das zu sagen. Ich habe mit Mats jetzt nicht gesprochen am Spiel, aber ich weiß nur, dass er in den letzten Wochen generell nichts gesagt hat. Aufgrund der Ereignisse, der Sachen, die geschrieben worden sind, schon vor ein paar Wochen, wollte er sich erstmal ein bisschen zurückziehen und wollte wirklich nur Fußball spielen und nicht mehr davor und danach reden. Deswegen überrascht es mich so ein bisschen, dass jetzt nach dem Spiel irgendwie gesagt wurde, dass der Kapitän sich nach so einer Niederlage nicht stellt und nicht die Fragen beantwortet. Finde ich irgendwo nicht fair gegenüber Mats. Vor allem aus dem Hintergrund, dass es, glaube ich, viele Leute auch wussten, dass er bewusst nichts gesagt hat. Immer up to date sind Sie mit uns auf sport1.de und in der Sport1-App. Da gibt es Sportnachrichten rund um die Uhr. Und hier geht's jetzt weiter mit unserem Newsflash. Wenger kritisiert Dopingregeln. Er sei persönlich kein Freund der UEFA-Regel, kritisierte Arsenal-Coach Arsène Wenger. Die Dopingbestimmungen des Europäischen Fußballverbandes sehen vor, dass mindestens zwei Spieler eines Teams positiv getestet sein müssen, bevor das Endresultat eines Spieles annulliert wird. Das sei so, als ob man Doping akzeptiere, so Wenger. Hintergrund ist der positive Test von Dinamo Zagrebs Arjen Ademi. Der Spieler war beim 2:1 Hinspielsieg der Kroaten gegen den Londoner Club bei einer Kontrolle aufgeflogen. Er wurde im Anschluss daran für 4 Jahre gesperrt. Strunz versteht Kritik an Hummels. Für Sport1-Experte Thomas Strunz ist die Kritik an BVB-Kapitän Mats Hummels nach dem 1:3 in Hamburg nicht verwunderlich. Man müsse sich bewusst sein, dass es nicht nur Sonnenschein-Nachrichten gebe, sagte er in der Telekom-Spieltag-Analyse. Hummels war nach massiver Kritik an seiner Person am Montag der Kragen geplatzt. Es sei jetzt aber mal gut mit der völlig überzogenen Kritik, schrieb der Nationalspieler bei Twitter. Strunz rät den Spielern, die Reaktionen im Netz nicht zu lesen. Er halte es für relativ unnötig. Man sehe ja, was dies auslöse. Bundesliga vielleicht bald montags. DFL-Vizepräsident Peter Peters hat eine Neuaufteilung der Spielpläne von Bundesliga und zweiter Liga in Aussicht gestellt. Das berichtete die WAZ. Demnach könnten ab der Saison 2017-2018 in der Bundesliga an 5 Montagen Partien stattfinden. Die Spiele der zweiten Liga würden dann wohl auf den Sonntag vorverlegt werden. Zudem erwägen die Verantwortlichen, den Bundesliga-Sonntag auszudehnen. Von dieser Regelung könnten vor allem die Europa-League-Vereine profitieren. Soweit die Sport1-News für den Moment. Ich freue mich, wenn wir uns hier bald wiedersehen. Bleiben Sie informiert. Bis dahin, ciao.